Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Paxis mit Witcher. Nee, umgedreht. Witcher 3 mit Paxis. Blood and Wine. Da haben wir unseren Energiekristall. Sehr gut. Jetzt können wir auch die Fackel wieder anmachen, glaube ich. Wenn Geralt mal will. Ich verstehe nicht, ob es manchmal nicht klappt mit dieser Fackel. Eigentlich klappt es sogar ziemlich oft nicht, finde ich. Verbena und Krähenauge. Sind jetzt hier die Hunde? Ne, Bandit. So, dran denken, ich kann nicht blocken. Du wirst es nie lernen. Bist du gleich tot, du blutest doch schon wieder, verdammt, na also. Oh, gehalbiert. Gehalbiert. An Pferde, wir gucken es mal an, aber eigentlich ist es halt nur blau. Soll es nichts bringen. Ne. Ach ja, ich wollte ja eh mal gucken, wie meine Sachen aussehen, ob die mal repariert werden müssen. Habe ich schon wieder. Ja, hier zum Beispiel schon wieder minus 57 Schaden. Sehr geil. Waffengesellen, Waffenanfänger. So, Rüstung. Minus 23. Immer noch minus 23. Hä? Okay. Andere Sachen haben gepasst. Sehr schön. Zwiebel. Hier ist nichts versteckt. Zwiebel. Keine Zwiebel. Damit müssen wir ja jetzt wahrscheinlich die meisten Banditen, die draußen waren, platt gemacht haben. Hunde muss es noch geben. Hansehund. Ich wusste gar nicht, dass sie direkt Hansehund heißen. Die halten halt nichts aus, weil es sind halt einfach nur Hunde, auch wenn es große Hunde sind. Da müssten, glaube ich, noch zwei da sein. Ich glaube, es waren beim letzten Mal drei. Irgendwie da hochkommen. Hier lang wahrscheinlich. Ah, es leben noch. Oh, es leben sogar noch ziemlich viele. What the? Du sollst da einfach erstechen, Geralt. Es geht schneller. Ah, da ist ein Hund. Aber wie gesagt, die sind nicht stark. Das reicht jetzt. Wieso zieht es mir selber so viel Energie ab? Hilfe! Du hast dir einen Schluck auf angehext. So. Muss man trotzdem schon einige platt gemacht haben und es sind immer noch super viele. Oh, wie viele wir jetzt schon platt gemacht haben und wie viele noch oben sind. Krass. Also die sind mir zumindest nicht auf den Sack gegangen. Oh, ein direkter Tod. Sehr geil. Ja, wir müssen uns erst wieder um diese scheiß Bogenschützen kümmern. Wir haben nichts mehr zum Heilen, außer Essen. Das ist nicht so cool. Er ist ja immer noch vergiftet, gell? Krass, wie lange es anhält. Sollst noch stechen, na also. Der Große ist halt wieder nervig, weil den kann ich nicht blocken. Ja, bringt ihn wieder fast um. Oh, jetzt haben wir aber auch leider nicht mehr so einen Wutpunkt, der uns heilen könnte. Deswegen müssen wir jetzt aufpassen, weil jetzt sterben wir echt scheiße. Nicht
gerade ein bisschen Respekt, muss ich zugeben. Ich weiß, dass die echt viel Schaden machen können. Scheiße, 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 das habe ich gemeint. Das war so ein krass schneller Angriff. Habe ich nicht mehr rechtzeitig geschafft zu blocken. Sehr krass. Ich bräuchte einfach nur einen so einen Wutpunkt. Dann wäre ich erstmal wieder relativ safe. Wenn ich erstmal anfange, dein Toupet zu durchlöchern. Also, einer weniger. Und wir haben einen Wutpunkt. Alles ist wieder gut. Habe ich dir ein Stück abgeschnitten? Ja, sag! Auf ihn, Männer! Erteilt ihm eine Lektion! Ich hab keinen Wutpunkt mehr. Du wagst es, auf dich einzuhauen? Auf mich? Na also, waren das jetzt alle, oder... Also ich bekomme wieder ein paar Zwiebeln, weil wir hatten noch 23. 23 Illuminatenzwiebeln. Illuminatenzwiebeln. Vorsicht. Bin ich denn jetzt? Okay, wir gehen mal hier lang. Essen. Ist uns nichts mehr. Gehen wir mal zurück. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, also hier waren da wirklich viele. 30 oder so insgesamt. Haben wir jetzt noch einige umgebracht. Das heißt, wir können auf ein paar Zwiebeln hoppen. Gucken, ob wir wieder auf 30 kommen. Aber hier haben wir irgendwie nicht mehr alle Zwiebeln. Was ist denn da los? Hallo. Verdammt, aber viele haben Zwirn. Wahrscheinlich müssen irgendwie Löcher flicken. Ich weiß nicht. Ein Lager ohne was zum Looten, auch nicht schlecht. Looten und leveln! Da haben wir eine Zwiebel. Zwirn. Das ist immer viel wert. Ich brauche wahrscheinlich jetzt eh keine Kohle mehr. Ich muss zugeben, bei Blood and Wine, das war das Spiel, wo es wirklich so war, dass wir das meiste Geld ausgegeben haben. Aber ich glaube, da wird nicht mehr so viel Teures auf uns zukommen. Und wir haben jetzt einfach schon wieder über 60, vielleicht sogar 70.000. Ah, über 60.000, 62.000, das ist halt echt viel. Oh, und was auch immer wir hier hätten holen sollen, haben wir schon gemacht. Ich weiß nicht, ob wir einfach alle umbringen sollten oder ob wir... irgendwas looten sollten, aber hier Hansebasis, hier kann man mit Banditen rechnen, die mit an die Zähne waffen sind. Das haben wir noch nicht geklärt. Das heißt, hier muss noch irgendwo Gegner sein. So, Karte sehe ich auch links welche, aber ich dachte eigentlich, dass das wieder mal ein Anzeigefehler gewesen wäre. Ah, hier ist zum Beispiel noch einer. Komm her. Wir machen es einfach, komm. Bitte zeige ich. Wir machen es einfach, ein direkter Tod ist es einfachste mit dem ersten Schlag. Haben wir es jetzt geschafft? Ne, muss immer noch jemand da sein. Nicht runterfallen! Speichern mal. Drüben irgendwo. Da oben. Wie komme ich da hoch? Ah, da. Komm schon, komm näher. Hättest du noch einfach nur aufstechen müssen? Naja, so geht's auch. Und da muss noch einer irgendwo weiter oben sein. Scheint viel gegrilltes Huhn zu essen. So, es müsste dann der letzte sein. Vielleicht der Endgegner, denn mich kennt jeder. Ihr könnt
Entweder kommen, hört mein Album an, oder salutieren, nehmt jetzt Haltung an. Nice. Och, stech dir doch einfach. Was ist denn los mit dir, Geralt? So geht's auch, aber es dauert länger. Immer noch nicht? Ja, ich sehe schon wieder, dass noch jemand angezeigt wird. Okay. Es muss noch irgendwo jemand sein, noch weiter oben. Schön auch schon schreien. Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Jetzt! Mach ihn alle! Mach's gut. Immer noch nicht. Aber vielleicht muss ich jetzt hier einfach irgendwo eine Kiste oder sowas nehmen. Also eine Truhe oder so. Komm schon. Ah, es wird auch noch weiter oben angezeigt. Also ich muss noch höher. Ich muss noch höher. Okay. Altes Ziegenfeld. Das wird schön stinken, denke ich. Am besten nochmal nass geworden oder so. Noch höher. Na gut. Ah, ich denke, jetzt kommt kein Gegner mehr, sondern einfach nur eine Truhe, die wir looten müssen. Und dann haben wir es geschafft. Das war ja eigentlich schon fast ein Nebenquest hier, dieses Fragezeichen. Mit der Komplexität. Das ist Philibert Vierfinger? Ist das einfach ein Chef von der Hanse? Ich dachte, wir haben... Aber das ist nicht der oberste Chef der Hanse, oder? Ich dachte, wir hatten den Chef schon umgebracht, den obersten Chef. Also das ist einfach nur einer von den höchsten Offizieren wahrscheinlich. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal, den müssen wir platt machen, dann haben wir es geschafft. Wir haben ja immer noch nichts zum Heilen, ach wie toll. Du bist doch nicht völlig unfähig. Er blutet, er ist vergiftet, er ist alles. Das ist Philibert Vierfinger, okay. Weiß ich Bescheid. Okay, um der ganzen Geschichte, also der, wie man es heutzutage ja nennt, Lore folgen zu können, ist auch nicht so einfach. Oh Mann! Au! Wir haben es doch gleich hinter uns. Nein! Oh Gott! Wie er einfach den perfekten Schwertstreich aufgezogen hat, als ich ihn angegriffen habe und das einfach so viel abgezogen hat, dass ich tot war. Ach, und er war aber selber so gut wie tot. Oh, noch wahrscheinlich zwei Schwerthiebe von mir und er wäre tot gewesen. Ach, ich bin halt wieder zu leichtsinnig gewesen. Fuck. Oh, das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Oh nein. Der hat halt wieder so einen nervigen Zweihänder, das heißt, man kann ihn nicht blocken bei seinem Angriff. Man kann nur ausweichen. Okay. Was soll's? Na, come on. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann das letzte Mal gespeichert wurde. Mal gucken. Philibert Vierfinger, von dir habe ich schon viel gehört und du hast tatsächlich geschafft, mich beim ersten Kampf zu besiegen. Ich glaube, das hat dein Anführer, der Chef der Hanse, nicht geschafft. Ich glaube, den habe ich direkt beim ersten Mal besiegt gehabt. So, es müssen jetzt insgesamt mit dem Vierfinger-Typ noch drei Gegner sein. Der müsste schnell gehen. Oh, treff mich. Sei denn, Gerald hat wieder keinen Bock, ihn einfach zu erstechen. Na, darf ich die Sachen jetzt looten, oder? Er hat keine Zwiebeln mit, das ist sehr merkwürdig. Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Jetzt! Macht ihn alle! Oh, direkter Tod, nice. Das hätte mal bei Philibert passieren können.
Jetzt speichern wir nochmal. Ist aber irgendwie merkwürdig, dass er ganz alleine da oben ist. Also, dass halt kein anderer Bandit nach oben mit, bei ihm abhängt. Meine Güte. Gerne, ich mich da haue. Na, na, na. Schlechte Idee. Wollte ihn eigentlich hier hinlocken und dann das Ding zum Explodieren bringen. Du bist also nicht völlig unfähig. Scheiße, Mann! Ich wollte ihn einfach nur dort hinlocken und dann anbrennen. Es war dumm, es war dumm, es war dumm. Oh nein! Ich meine, jetzt muss ich zumindest nur ihn umbringen. Ich glaube, ich wäre auch dieses Mal. Ich überlege halt gerade, ob ich noch mal eine Stunde raste, um meine Tränke aufzufüllen. Weil dann fühle ich mich immer so schwach, wenn ich das extra mache. Am liebsten habe ich es, wenn die Tränke durch Zufall aufgefüllt werden, weil ich halt die Nacht einfach nicht spiele und bis zum nächsten Morgen meditiere. Ich will halt einfach mal wissen, wie viel das abzieht, wenn so ein Fass explodiert und der Gegner in der Nähe ist. Aber dafür muss er halt in der Nähe stehen und ich muss dieses dumme Igni machen. Ist halt gar nicht mal so leicht, ihn da in die Ecke zu bekommen. Schon irgendwie merkwürdig. Okay, auf ein neues. Meine Güte, gerne ich mich doch. Oh, das Fass ist gar nicht da. Es ist da drüben. Gerne ich mich doch haue. Du bist doch nicht völlig unfähig. Komm, explodier. Ah, sehr schön, es hat geklappt und es hat auch was abgezogen, aber. Ja, da wird noch ein bisschen betäubt oder so. Das war leider nicht der Fall. Kann immer nur maximal zwei, aber er verliert gerade viel Energie. Er blutet, glaube ich, und ist vergiftet. Jetzt müsste er eigentlich sterben. Und? Nice. Geschafft! Sehr gut. War ja auch gar nicht mal so einfach. Ritterstahlschwert. So, haben wir hier noch ein paar geile Sachen. Die Krähen sind hier aber besonders laut. Oder Raben. Ich kann immer die beiden nicht unterscheiden. Raben und Krähen, keine Ahnung. Tagebuch in abgerissenes Leder gebunden. Ich bin Philibert von Wittan. Mein Wappen zeigt die Krähe. Mein Vater ist der berühmte Ritter Gruber Backenbleich von Wittan. Heute wurde ich von einer Beleidigung besudelt, die sich nur mit Blut abwaschen lässt. Rachedurst verzehrt mein Inneres. Diese Flammen lassen sich nur zügeln, indem ich schreibe. Wenn ich diese Worte einst als alter Mann lese, wird ein gewisser Maximus Nonius Macrinus schon lange tot sein. Eine erbärmliche Erinnerung. Jetzt allerdings lebt er noch. Warum schreibe ich davon? Vor einigen Tagen forderte ich ihn zum Duell auf den Tod. Er hat meine Lucienne beklotzt, das ertrage ich nicht. Allerdings erwiesen sich seine Schwertkünste als den meinen überlegen. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Was ist schon ein verlorener Finger gegen eine verlorene Ehre? Maximus hat mich besiegt, doch statt mich zu töten, schenkt er mir das Leben. Ich werde nie die Gesichter der Männer vergessen, die sich von mir abwendeten. Ich weiß, dass ich keinen Frieden mehr finden kann, bis ich mit ihm abgerechnet habe. Etwa ein Dutzend leere Seiten. Ich habe das Tagebuch gefunden, das mein Vater mir vor vielen Jahren gegeben hat. Es hat sich viel ereignet in meinem Leben, seit ich zuletzt hineingeschrieben habe. Ich bin aus Toussaint geflohen und habe an verschiedenen Orten mein Glück gesucht, mit unterschiedlichem Erfolg. Das Schlimmste ist, dass ich die Hände noch immer nicht um Maximus Hals legen konnte. Natürlich ist das nur eine Frage der Zeit. Ich habe beschlossen, in das Drecksherzogtum zurückzukehren. Wir haben am Mount Crane unser Lager aufgeschlagen. Ich habe mir sorgfältig eine Gefolgschaft aus Männern zusammengestellt, die keine Aufgabe und keinen Feind scheuen werden. Toussaint hat mich einst zur Flucht gezwungen, nun würde es dafür bezahlen. Den höchsten Preis wird Maximus Nonius Macrinus zu entrichten haben. Wenn ich ihn die Finger bekomme, wird er sich nur noch eines wünschen, den Tod. Ich habe den Hurensohn. Er spielt den hohen Herrn in Castel Dacia anwesen. Das hat er von der vertrockneten Schnepfe Anna Rietta bekommen. Offenbar ist Herzog Raimund seit einigen Jahren tot. Morgen werden meine Männer ihm einen Besuch abstatten. Ich gehe jedoch nicht mit. Schon der Gedanke an dieses Wurmgesicht lässt mir übel
lässt mir übel werden. Leb wohl, Maximus. Ich habe dein Todesurteil unterzeichnet. Ich bin höchst erfreut. Maximus und seine Familie sind nun Krähenfutter. Ihr Gestank ist ein Fest für streunende Hunde. Wann immer ich die Augen schließe, sehe ich sie wieder sterben. Ich höre sie heulen und schreien. So hart wird mir die Rute auch bei der kurvenreichsten Hure nicht. Endlich bin ich befriedigt. Was für ein Spast, oder? Was für ein armer, bemitleidenswerter Geist. Ich würde gerne mal eine scharfe Meteoroiden-Axt finden. Oh, Löffel. Das ist doch was für unsere Löffelfrau. Getreidesack. War das eigentlich was zum Essen? Weiß gar nicht mehr. Irgendwie mag ich die Geräusche der Krähen oder Raben. Ich glaube, es sind Krähen. Okay, geschafft, nice. Wie haben wir denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich glaube, da brauchen wir noch 2 Folgen, um diese 8 zu erledigen. Gut, in diesem Sinne, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.